Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy X HD Remaster Part 25. Ja, dazu kommen wir gleich. Erstmal Jack Zirweed hier im Süden der Donnersteppe. Kaktorgeist ist ja auf einmal aufgehoben. Hey, hold it steady! Why am I doing this? What do you see there, my lord? Oh, I was just thinking. This is important! No fooling around! You're gonna spoil it! Whoa! Are you alright? Now there's a scene for posterity. Yeah. Ja, also im Gegensatz zu dem ersten Spheroiden, den wir zwangsweise bekommen haben, ist der zweite jetzt zum Beispiel. You're wasting our time. Ja, manchmal ist das so. Anyway. Rückwärts gespielt ist das Spiel übrigens zum einen natürlich deutlich einfacher, weil die Mitarbeiter deutlich stärker sind. Zum anderen lohnt es sich streckenweise nicht unbedingt jetzt wieder jeden reinzuholen. Und für das, was ich hier mache, muss ich das auch nicht zwangsweise. Wie gesagt, fürs Rückwärtslaufen, naja. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Da kam gerade ein Kaktorgeist angeschwuppelt. Der sollte uns das hier zeigen. Der führt uns zu dem Ding hier. Drücken wir da Viereck, passiert Folgendes. Sieht jetzt auf der ersten Linie nicht sonderlich spektakulär aus und ist auch richtig, lässt sich nicht öffnen. Denn da fehlt mir ein Item für. Da drin... Danke, Spiel. Da drin ist die ultimative Waffe von Kimari. Jetzt an dieser Stelle schon mal beschwörbar sozusagen. Nee, nicht bekommbar, aber beschwörbar. Das ist schon faszinierend. Echt wild, könnte man sagen. Anyway. Siegeshymne, auch sehr schön. Ich habe mittlerweile... Sollte ich vielleicht noch dabei erwähnen. Ich habe zwischendrin zumindest schon mal es geschafft, dem Kommi die nächste Ekstase-Technik beizubringen. Also zumindest auf dieser Front machen wir so langsam Fortschritte. Langsam aber sicher. Und ja, ich treffe euch wieder in... Lass mich überlegen, das haben wir jetzt gemacht. Im Schnurhalt Süd, im Illuminium müsste es sein. Da sehe ich euch wieder. Also, bis gleich. Und da bin ich, wie versprochen, im Schnurhalt Süd. Hier ist ein weiterer von Jack Zweroiden. Gucken muss. So you don't do anything stupid again. I can't believe you attacked that shoe puff. Lord Braska had to pay the handler for damages from his own travel money. I said I was sorry. It's never gonna happen again. I promise. Ah, a promise. Which you'll forget come tomorrow. Auron, please, he did apologize. He knows he was wrong. That's it. Only thing I drink from now on is shoe puff milk. You're sure? We're on a journey to fight Sin and save Spira, right? If I keep screwing up and making a fool of myself, my wife and kid are never gonna forgive me. That's on the record.
Und damit lernt Auron seine dritte Fähigkeit, Suppression, an die ich mich tatsächlich nicht wirklich erinnere, aber... Was soll's? Nächster Halt, der Funguspass. Nebenbei ganz, ganz kleiner Einschub. Hier ist diese Kiste, von der ich mal geredet hatte, nach der Schlacht. Goldnadeln, ne? Und natürlich, bevor ich es vergesse, ich habe mir Perseus Atem jetzt auch angeeignet. Also keine Sorge, der steht Marie jetzt auch zur Verfügung. Bis gleich beim Zeruin. Und ich habe keine Ahnung mehr, was das hier war, aber eine Mihen-Statue, was hat die denn hier verloren? Total interessant. Hier steckt ein weiteres Schwert, eine Opfergabe an Mihen? Ja, also, keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mal mehr dran, dass das Ding hier steht. Aber es ist diese kleine Einbuchtung da. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum das hier jetzt die Wolzimmer gezeigt haben. Kann auch sein, dass es später wichtig wurde, aber ich wüsste nicht, warum es jetzt schon da ist. Egal. Okay, das war bisher der anstrengendste, weil auf dem Weg sehr, sehr viele Gegner. Auron Spheroid. Ja, warum nicht? Thanks for everything, Kenok. I know I don't need to tell you this, but guard Lord Braska well. That I will. And you'll be busy too. I heard they made you second in command. You know that promotion was meant for you. You were always the better one, even until the end. You make it sound as if I was going off to die or something. I will see you again. Yes. Well then. Going already? You will tell me about Xanakant when you return, won't you? Farewell. Damals als Kinok noch ein Bartok. Okay. Der nächste Spheroid befindet sich in der alten Mihen-Straße. Da darf ich also, naja, noch ein gutes Stückchen laufen. Wobei ich mir da wenigstens einen Chocobo führen kann. Jetzt kommt der angenehme Teil. Na, mit dem Chocobo einfach durch die Gegend reiten. Super schnell und angenehm. Und keine Monster. Ich meine, deswegen mache ich das mit der Donnerstadt wahrscheinlich auch erst später, wenn ich tatsächlich No Encounter gedösel habe, also keine Feindbegegnung. Immer das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Anyway, nächster Jack Spheroid. Go! Giant Fiend that attacks Chocobos. What's it waiting for? Hey, come out and fight! I told you this was a waste of time. Hey, come on! It's the right thing to do. Everyone's depending on us. Besides, it's good practice. I guess you're right. Well then? Ah! There it is! Auron, let's get him! Right. Okay. Ich meine, Auron hat nicht gelogen. Sie wollten das Viech auch fertig machen. Haben sie vielleicht sogar. Keine Ahnung, warum dann ein zweiter da rumrennt. Naja. Nächster Halt ist, wenn ich mich richtig erinnere, in Luca tatsächlich. Ja, in Luca. Beschleunigt. Und da bin ich wieder. Luca, vor der Kabine der Aurochs. Hallo Leute. Ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon kann, aber... Ich glaube, das ist Walker Spind auf jeden Fall, da die Merkur-Marke ist, würde ich hier schon mal später einsammeln können. Abgesehen davon eben Spheroid. Ein weiterer von Jackie Boy. Hey, Auron, did you get that last match? Yeah. But I don't understand why you wanted me to. Didn't you say you have Blitzball in your Xanarkand? Not a sportsman, are ya? Working on your form? My form don't need no work. I'm the Great Jet. It's for my kid. Your son plays blitzball? Yeah, and he wants to beat his old man bad. Once I told him to give it up. He didn't speak to me for a week.
Wonder what he's doing now. I hope he got bigger and put on some muscle. Hey, what's the big idea? Stop shooting! Also ich kann das mittlerweile ein bisschen mehr wertschätzen, diese kleine Aufnahme. Es ist halt, Jack wird über Titus, naja, jedenfalls wird er über ihn als ein, naja, Arschloch präsentiert. Okay, und ja, er ist ein sehr, wie soll ich sagen, ruppiger Kerl. Und wirklich mehr erfährt man so nicht über ihn, außer dass man dann halt... Warum rennen hier die ganzen Ronsos rum? Ich meine, das sind die ganzen Spieler, aber trotzdem, das ist sehr merkwürdig. Und so erfährt man halt über Auron und dann über Auron, über diese Heroin, mehr über Jack. Sieht eine andere Seite. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ist sehr schön gemacht. Jetzt muss ich mal herausfinden, welches Boot ich fahren kann. Ja, das ist schon mal... Ist schon mal in Ordnung so. Ja, jetzt muss ich tatsächlich nach Besaid, oder beziehungsweise ich muss bis ins Dorf Besaid. Interessanterweise kriegt man hier auf einmal nochmal dieses Roadmap. Es sind nur noch zwei, aber wie gesagt, ich finde es sehr faszinierend, dass wir halt tatsächlich den ganzen Weg zurück können, wenn wir Bock drauf haben. Und ich wollte es nur mal gezeigt haben, dass es geht. Zum anderen hier so skippt man das Ganze. Für die ist halt für diejenigen, die vielleicht nicht wussten, dass es geht, ganz interessant anzugucken. Ne, weil jetzt kann ich sagen, von hier nach Besaid. Und dasselbe Spielchen nochmal, nur andere Richtung. Und auf einmal ist meine Reiseroute wieder so klein, ne? Das ist von Kilika nach Besaid und das war's dann. Delfine, ey! Anyway, ich treffe euch gleich im Besaid wieder. Wow. Denn immerhin muss ich auch noch bis dahin wieder laufen. Bis gleich. Damit ich es vielleicht später nicht mehr zeigen muss. Auf dem Weg zurück haben wir Legel Kilika und Bikanel zusammen. Das kann ich so zusammenreimen tatsächlich. Was auch immer das heißen mag, merkt es euch für später. Und da habe ich ihn auch schon. Den. Ich glaube sogar 7. Spheroid mittlerweile. Okay, angucken! Smallest heap of huts I ever seen. Now, that looks like a fine place to live. Auron. My lord. When this is over, could you bring Yuna here? I want her to lead a life far away from this conflict. You have my word. I will bring her here. Thank you, Auron. You're a good friend. What are you guys doing? Let's go! I'm so hungry I could eat a shoe puff whole. Sorry. Well, let's go then. Also ich glaube ja, das mit dem Hunger haben sie nur eingebaut, weil Titus/Kommi hier am Verhungern war. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen anderen Einfluss hat als das. Ist eigentlich Garter hier. Immer so. Ne? Dafür mehr Katzen. Ja, oder eher dieselbe Anzahl. Nutzt den anderen, komme ich zurück. Warum bloß? Ja. Ja. Einen Spheroiden gibt es noch. Den habe ich mir allerdings jetzt reihenfolgetechnisch, wenn ich meine Lösung betrachte, andersrum aufgehoben. Nicht, weil ich weiß, was da drauf ist, sondern weil wir jetzt das Boot von hier nach Kilika nehmen müssen. Das machte keinen Sinn, falls der andersrum nicht da ist, das andersrum zu machen. Weiß ich allerdings nicht. Von daher, bis gleich. Und da bin ich wieder. Das Schiff von Besaid nach Kilika auf der Brücke. Hat kein Schwein bisher entdeckt. Gut, dass wir da sind. After you get that Aeon from Besaid, where are we going? Back the way we came. Then we go north from Bavel and climb Mount Gagazet. Beyond it lies
Xanarkand. Xanarkand, huh? It's been in ruins for 1,000 years, right? So the legends say. No one knows for sure. It still could be your Xanarkand. Thanks for trying, Auron. I thought if I went with you guys, I might find a way to go back. But it's not that easy. I'm sorry. No need to apologize, Braska. It's not your fault. I should be thinking about fighting Sin now anyway. Xanarkand can wait. But I will find my way back. Be careful, Jekt. Hey, I'll be all right. You're the one that should be careful. Wouldn't want your little girl to cry. She'll be all right. She's strong. Like her mother was. Okay. Das war das. Puh. Jetzt darf ich den ganzen Weg noch zurücklaufen. Ist halt so. Ist halt so. Aber ja, das hat so seine Gründe, warum ich das jetzt mache, weil später könnte es Komplikationen geben, zu denen ich später gerne eine Aussage mache. Jetzt laufe ich erstmal den ganzen Weg zurück. Denke ich, lasse das auch als ein Part so stehen. Das ist ein Retro-Blick, die Spheroiden, die wir bisher einsammeln können. Das Positive daran ist, die restlichen zwei, die jetzt noch fehlen, es gibt insgesamt 10 und wir haben jetzt 8, kriegen wir mehr oder minder wieder auf dem Weg. Also von daher, die Quest um Aurons Ekstase-Techniken ist so gesehen abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen. Im Part 26 geht es dann im Macarena-Wald weiter. Bye bye. Scheinbar bin ich mittlerweile oft genug von einem Blitz getroffen worden auf dem Rückweg. Finde ich auch sehr schön. Der Reisebedarf billigen im Reich den vom Blitz gepeinigten Reisenden ein Präsent. Wenn die Wunde tief sitzt, raten wir in unserem Haus eine Rate einzulegen. Ein Äther. Und Ich glaube immer noch falsch. Na gut, ich hätte gedacht, dass jetzt hier das Blitzbuch. So wollen wir noch nicht. Aber hey, ein Äther. Dafür, dass ich mich 5000 Mal vom Blitz droppen lasse, ich glaube 10 Mal oder nee, 10 Mal wird es sein, 20 Mal. Bei 80 kriege ich ein Elixier. Yay! Und zum letzten Mal, obwohl ich mich eh schon verabschiedet hatte, aber ist egal. Zum allerletzten Mal ein kleiner Einschub, weil jetzt bin ich an der Stelle, an der wir beim letzten Mal aufgehört haben. Also im Part, was ist, bis 25 und 24 haben wir hier aufgehört. Jetzt ist 25 und ich bin wieder hier. In meinem Revier. Ist das Haska? Gemacht? Auch scheiße. Also für so ein Gemachga, was ich theoretisch mit zwei Leuten sprechen könnte, würde ich ja fast da reingehen. Aber theoretisch nur fast, weil praktisch gesehen ist es nicht unbedingt wichtig. Für Auron zumindest. Aber ich meine, wenn ich die Barriere aufmachen kann, das ist okay, das kann ich machen. Das ist schön, das ist nicht lange her, da haben wir Gemachga gelernt. Ist das viel Angriff gewesen? Das ist viel Angriff gewesen. Da wird der Kommi aber scharf drauf auf mehr Angriffsstärke. Mhm. Wenn ich nach da gehe, habe ich noch 2. Der Punkt, warum ich das mache, ist, es ist halt direkt da oben und sehr einfach zu erreichender HP-Spheroid. Das war jetzt mehr Angriffskraft von 3. Abwehrkraft von 3, Verteidigung. Wenn ich hier nochmal mit reingehe, sind das auch nochmal. Das sind jetzt in einem Zug, in dem ich ein bisschen abgebogen bin, sind das 600 HP mehr. Plus ein bisschen MP mehr. Plus Angriffskraft mehr. Das ist eine schöne Sache, gefällt mir. So. Was bist du? Du bist Gravitas. Machen wir erstmal so. Weil dieses kleine Stückchen, ich meine, na, ich muss mich einmal hier hinstellen, um das Ding da aufzumachen. Schade, dass diese Sphero-Stops sich nicht automatisch in irgendwas Sinnvolles verwandeln, sag ich mal. Aber, naja, gut. Geschick ist immer gut, Angriffskraft ist völlig egal für sie. Aber HP mehr und ich glaube, das ist Magie mehr, wenn ich das richtig sehe.
Treffgenauigkeit auch völlig nutzlos für die Zauberabwehr. Das ist egal, nehme ich mit. Je weniger Schaden ich in der nächsten Zeit kriege, desto besser im Prinzip. Aber ja, das Ganze hat leveltechnisch im Prinzip nichts gebracht, weil sobald ich, sag mal, zumindest die Donnersteppe verlasse, nehmen die sinnvollen Kämpfe, beziehungsweise die AP-Belohnungen für die Kämpfe deutlich ab. Deutlich. Aber abgesehen davon ist das eine gute Sache gewesen. So. Achso, hier ist nur... Nur HP, na egal. Nichtsdestotrotz haben wir damit schon mal für später vorgesorgt. Wir können auf jeden Fall Orans super coole letzte Ekstase lernen. Die anderen beiden, die er jetzt gelernt hat, Holosiderit und Suppression, sind auch sehr schöne Dinge, denn Suppression, wenn ich mich richtig erinnere, entweder war das... Also ich meine, das waren Allesbrecher im Prinzip, ne? Ekstase-Technik, die einen Allesbrecher darstellt, also Kraftbrecher, Abwehrbrecher etc. Was eine schöne Sache für ihn ist. Zum anderen ist es wohl so, dass... Ah nein, ich bin zu weit gelaufen mit Kimari. Nein! Nein! Ja, egal, Kimari halt. Einmal nicht aufgepasst, zu weit gelaufen. Kann passieren. Ja, Kimari ist halt ein kleines Bauernopfer sozusagen von mir. War trotzdem nicht so gewollt. Ansonsten kann ich nur noch zeigen, ne, Suppression, Holosiderit, mehr steht da ja nicht dazu. Wir haben hier die Siegeshymne, den Kampfgeist für Auron. Komm, hier hat noch mit den Triumph. Siegeshymne und Triumph klingt irgendwie mal ähnlich, aber das ist einfach tatsächlich Siegeshymne, du hast einen Gegner besiegt. Dann steigt es und ich muss, ich glaube, 5 Gegner besiegen, dann habe ich wieder eine volle Leiste. Da sind es, glaube ich, 3 Siege. Lulu hat auch die Siegeshymne. Und Walker hat Siegeshymne Taktik auch noch. Führt sich bei Zustandsveränderung des Gegners wegen seinem Steingewerfe. Und das war's auf dieser Front. Das sind meine momentanen Werte. Ich meine, das bei Komi sieht jetzt schon nice aus. Aura mit 3030 ist auch ganz nett. Walker zieht auch gut mit. Und ja, Walker hat auf einmal fast mit die höchste Angriffsstärke. Nice. Okay, das war's jedenfalls tatsächlich für den 25. Part von Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder zumindest hofft ihr, dass es erträglich war, weil das ist viel Arbeit, hin und her zu laufen. Aber damit haben wir auf jeden Fall schon mal für später vorgearbeitet. Und ja, natürlich habe ich das Schmetterlingsrennen auch gemacht. Kein Thema, nur 30 Sekunden waren es jetzt, glaube ich. Also es wird eng, es funktioniert aber. Auf der mittleren Strecke, also der ersten Strecke, die wir gesehen haben, ist es tatsächlich ein sehr hartes Zeitlimit, muss ich aber auch sagen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Diesmal for real. Und das war's mit Final Fantasy X HD für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze. Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken bei meinen Patreons, Pan und Snow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist euer Outro. Bis zum nächsten Mal.